Ho, 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 herzlich willkommen bei Optionsstrategien TV. Wobei, ho, 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 die Weihnachtszeit ist ja jetzt schon vorbei. Wir machen heute mal ein Weihnachtsspecial. Ich will euch einfach noch mal ein paar Sachen zeigen, die wir dieses Jahr hier bei den Optionsstrategien gemacht haben und was es da alles gab und auch ein bisschen den Ausblick aufs neue Jahr. Das seht ihr jetzt hier im Video. Beginnen wir das Ganze mal ein wenig sportlich, ne? All das, was wir uns auch fürs neue Jahr vorgenommen haben. Ja, und wir waren als Team Optionsstrategien durchaus sportlich dabei, denn Treppenlauf, Waldlauf, Firmenlauf, was haben wir noch alles gemacht? Rennsteiglauf, ne? Also da gab es einige Dinge, die wir in diesem Jahr gemacht haben. Und das ist natürlich auch unser Anspruch fürs nächste Jahr. Das Team Optionsstrategien wird weiter ausgebaut, da wird es noch mehr geben. Ich sehe schon hier hinter der Kamera einige runzeln die Stirn, die müssen nämlich jetzt alle mitmachen. Und ein paar Eindrücke noch, die seht ihr nochmal hier. Unser großes Projekt war natürlich in diesem Jahr unser Basiskurs. Und zwar, warum war das unser größtes Projekt? Wir sind einfach überzeugt davon, dass wir als private Händler nur dann an den Börsen erfolgreich sein können, wenn wir in einer Nische agieren und wenn wir uns auf die Seite stellen, wo wir einen statistischen Vorteil haben. Und das ist nun mal für uns der Verkauf von Optionen. Und dieses Wissen, das möchten wir auch nach draußen bringen. Wir möchten einfach den Optionshandel viel, viel weiter verbreiten. Ne? Weg von CFDs, binären Optionen, Zertifikaten, all diesen Dingen, die viele Gebühren kosten und am Ende dann doch für die meisten Trader leider eben nicht im Gewinn enden. Und deswegen haben wir in diesem Jahr den kostenfreien Basiskurs erstellt. Und der ist ja jetzt erst zum Ende des Jahres rausgekommen und die Nachfrage ist gigantisch. Wir haben jetzt schon über, ich glaube, 1300 Stück verkauft. Wir verlangen ja nur die Versandkosten dafür. Aber schon 1300 Stück sind rausgegangen und das sind nicht etwa bestehende Kunden, sondern nein, das sind zum Großteil neue Kunden, neue Interessenten, will ich sie nennen, die sich ganz einfach für das Thema Optionshandel interessieren. Und das freut uns natürlich. Und deswegen, wenn du hier zuschaust, dann hol dir jetzt diesen Basiskurs. Ich kann dir das wirklich nur ans Herz legen, denn auf diesem Basiskurs findest du über 10 Stunden Videomaterial. Du findest PDFs, du findest Tabellen. Hier werden wirklich Basics erklärt. Und dann kannst du dich auch entscheiden, ist der Optionsverkauf etwas für dich? Schau dir auf jeden Fall diesen Basiskurs an. Ich kann dir garantieren, es lohnt sich für dich. Seminare. Bei uns heißt das ja, oder besser soll ich sagen, hieß es ja bislang immer Optionshandelswoche. Wir haben in 2016 diese Optionshandelswoche zweimal durchgeführt, jeweils in Dresden.
beide Male ausverkauft gewesen. Und es sind eben nicht nur Teilnehmer, die aus Dresden und der Umgebung kommen, sondern wir hatten Teilnehmer aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz. Aus Shanghai ist ein Teilnehmer angereist. Aus Thailand ist ein Teilnehmer angereist. Aus den USA war ein Teilnehmer da. Aber ihr seht, ganz, ganz viele Teilnehmer waren dabei. Und warum habe ich gesagt, hieß bislang so? Es wird nur noch eine Optionshandelswoche geben. Im März kommenden Jahres werden wir die letzte Optionshandelswoche veranstalten, weil wir wollen das ganze Konzept ein bisschen umstellen. Und deswegen, wer nochmal die Chance nutzen möchte, auf so einer Optionshandelswoche teilzunehmen, nächstes Jahr im März die letzte Gelegenheit dazu. Hier in Dresden im Inside Hotel zu unserer letzten Optionshandelswoche. Die letzte Optionshandelswoche in 2016. Seminar besucht, um die Grundlagen des Optionshandels möglichst konzentriert zu erlernen. Da muss ich sagen, stimmt, das hat funktioniert. Für mich, zum Jens Rabe selber, als Mensch sehr sympathisch und als Coach ebenso. Ich habe ja die Stufe 2 gebucht, da geht es am Montag los und dann schauen wir mal, was rauskommt. Optionen war für mich ja früher, wie wahrscheinlich für 99,9% der Deutschen besonders, wahrscheinlich aller Menschen, Spekulationswerkzeuge. Ich bin seit 3 Jahren im Börsenbrief dabei. Ich bekomme den Börsenbrief, habe nie gehandelt und fühle mich jetzt praktisch fähig. Jeder Pfennig von dem investierten Geld was wert. Also nochmal schönen Dank. Man soll ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber der Tag der offenen Tür, das war zweimal in diesem Jahr eine regelrechte Invasion. Wir haben das ganze Jahr schon 2015 angefangen, jetzt ging es hier 2016 weiter. Zweimal zu Beginn des Jahres haben wir diesen Termin angeboten und beim zweiten Mal war das Ganze, ich glaube, innerhalb von 16 Stunden ausgebucht. Und das war wirklich eine tolle Sache. Damit man einfach auch mal die Teilnehmer, die man sonst nur im Webinar kennt oder im Coaching kennt, damit man sich mal persönlich kennenlernen kann, damit ihr mal sehen könnt, so sieht es in einem echten Handelsbüro aus. Und deswegen wird es auch 2017 wieder Tage der offenen Tür geben. Ich weiß, ganz, ganz viele warten darauf und deswegen ganz so häufig gibt es das nicht, aber so 3, 4, 5 Mal werden wir das in 2017 auf jeden Fall machen. War der Grund, um dann auch mal hier in Zwickau vorbeizuschauen? Ja, natürlich wollte ich auch Jens Rabe und das ganze Team kennenlernen, weil ich das einfach interessant finde, wie auch wie das hier stattfindet. Und so, das wollte ich ja einmal mal live sehen. Bisher habe ich ja alles nur über Webinare, also über das Internet kennengelernt. Und das ist schon eine spannende Sache und da hat sich auch jedenfalls gelohnt, für mich hinzukommen. Es sieht aus, als wenn hier sehr, sehr ruhig zusammengearbeitet wird, kein Stress herrscht bei der Arbeit, was man ja beim Börsenhandel nicht unbedingt vermuten möchte. Und anscheinend ein sehr angenehmes Klima hier. Einmal viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, das Feedback der Teilnehmer war absolut positiv. Wir hatten hier einen wirklich interessanten Talk, viele Fragen, viele, viele Dinge geklärt. Und wenn Sie auch einmal dabei sein wollen,
am Tag der offenen Tür, dann einfach immer mal auf unsere Seite schauen, denn Tag der offenen Tür ist immer mal bei uns und deswegen gibt es das auch demnächst wieder. Eines unserer beliebtesten Produkte hier bei euch ist unser Börsendienst Optionsstrategien. Ein normaler Börsenbrief? Eigentlich nicht, denn Börsenbriefe sind ja immer so, die kommen raus, dann handelt man das Ganze nach und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was man macht. Und deswegen haben wir von Beginn an gesagt, wir wollen das ein wenig anders machen. Wir haben hier einen Klientenbereich. Wir haben hier Ad-Hoc-Mitteilungen. Das heißt also, alles, was wir in diesen Konten machen, und das muss ich noch erwähnen, wir machen das ja nicht einfach so, sondern wir machen das alles mit Echtgeldkonten. Und deswegen, ihr kennt das von uns, alles, was wir machen, ist immer mit echtem Geld unterlegt und deswegen auch hier. Und das heißt also, jede Woche gibt es 3 bis 4 Trade-Vorschläge. Diese werden nicht einfach nur gesagt, jetzt machen wir mal das oder jetzt machen wir mal das, sondern die werden natürlich hergeleitet. Warum kommen wir auf diese Idee? Weil wir wollen, dass ihr das Ganze versteht, dass ihr selbstständig werdet in eurem Handel und wir wollen euer Begleiter sein in diesem Handel, in eurer Lernphase. Einmal in der Woche, immer Donnerstag, 18 Uhr, veranstalten wir ein Live-Webinar, zeigen alle Positionen in den Konten, besprechen alle Positionen und beantworten dann Fragen. Immer wieder interessant, auch für mich, auch ich lerne immer wieder was Neues dazu. So, und jetzt könnte ich euch natürlich hier nochmal die ganzen Trades einblenden, die wir in diesem Jahr gemacht haben. Das wäre dann aber eine unendlich lange Liste, deswegen habe ich euch unter das Video nochmal einen Link gepackt, wo ihr alle Trades nochmal euch anschauen könnt. Das heißt, ladet ihr euch einfach herunter, dann habt ihr nochmal alle Trades, die wir sowohl mit den Future-Optionen als auch im kleinen Konto mit den Aktienoptionen gemacht haben. Und dann könnt ihr auch nachvollziehen, wie die Performance zustande kam. Und ich glaube, die Performance kann sich durchaus sehen lassen. Und das heißt also eine wirklich schöne, nachvollziehbare Performance, die aber eben nicht nur wir, sondern auch ihr als unsere Kunden und Abonnenten nachvollziehen konntet. So, Morgenroutine ist fertig, hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Und da habe ich natürlich jetzt auch schon die ersten Hinweise so für neue Trades. Also wie schaut der Markt denn insgesamt aus? Was kann man machen? Wie ist die Volatilität? Und jetzt fange ich mal an und mal gucken, was wir für diese Ausgabe finden. So, und jetzt machen wir eine kurze Besprechung, nämlich zum Thema Kolumne, Inhalt und so weiter. Jetzt erstmal mit dem Jan. Später kommt noch der Michael dazu, der das ganze Grafische macht und am Ende muss dann auch der Sven, der hat schon die ganzen Listen gemacht und der muss am Ende dann noch die Rechtschreibung machen. Genau, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Okay, also. So, ich bin mittlerweile in der Küche, denn es ist Mittag, 12 Uhr. Der halbe Brief ist fertig, die Listen sind fertig und jetzt geht es natürlich erstmal darum, mittags den Bauch ein bisschen voll zu bekommen. Deswegen, wir essen hier meist zusammen in der Küche, entweder wir bringen uns was mit oder wir kochen was. Danach geht es weiter. Jetzt ist es aber noch nicht mit dem Optionsbrief fertig, denn jetzt geht es weiter und zwar in der unteren Abteilung, denn hier kommt jetzt der Satz, hier kommt jetzt das Lektorat, hier kommt jetzt der Versand und da gehen wir einfach mal hin und schauen uns das mal an, was da gemacht wird. So, und jetzt sind wir hier unten und jetzt wird hier, was wird hier gemacht? Im Moment machen wir das Titelbild. Das Titelbild, okay. Für die aktuelle Ausgabe. Sieht dann aus. Und das ist immer so meine Vorlage, um mal zu gucken, ob es mit der Schrift passt. Es muss natürlich alles noch angepasst. Dann beginnt der Satz, dann kommt also die Rückmeldung von Jens, dass die Texte fertig sind und dann kommt das Stück für Stück alles rein. Okay. Und zwar gehen wir jetzt hier zum Jan. Was machst du? Ich korrigiere gerade das, was du fabriziert hast. Also meine ganze, was mache ich hauptsächlich für Fehler? Du darfst jetzt ruhig mal sagen. Da gibt einige Sachen. Implizite Volatilität schreibst du gerne falsch. Also ich schreibe es, wenn, nicht direkt falsch, sondern immer nur implizit groß. Es wird aber klein geschrieben. Habe ich heute übrigens überall richtig. Hier wird der Brief also quasi nachlektoriert, wobei das so eine Gemeinschaftssache ist. Da machen eigentlich alle mit, bevor dann endgültig fertig ist. Ich muss auch noch was vorbereiten und dazu gehen wir allerdings wieder hoch. So, ihr seht mich jetzt wieder hier bei uns im Handelsraum, denn jetzt bereite ich natürlich
mögliche Trades vor. Hier an den Rechnern ist jetzt der Trade umgesetzt und sobald wir einen Fill bekommen, das heißt also eine Bestätigung, dass die Order umgesetzt wurde, wollen wir ja dann wirklich innerhalb weniger Minuten die Ad-Hoc-Mitteilung an alle unsere Abonnenten rausschicken. Und wir machen das ja über zwei Wege, nämlich einmal über eine E-Mail, das heißt, wir haben einen Verteiler, wo alle Abonnenten drin sind und wir haben auch für alle, die es ein bisschen schneller haben wollen und nicht permanent in ihre E-Mails schauen wollen, gibt es ja auch einen WhatsApp-Service. So, es ist kurz vor 3, 14.56 Uhr, die Jungs unten waren ganz, ganz schnell, denn tada, da ist die aktuelle Ausgabe. Und ja, ich mache jetzt also quasi nochmal eine Kontrolle. Schau mir alles nochmal an, stimmen die Zahlen, ist alles dabei. Und ja, das war's jetzt. Also, so schaut das aus, wenn wir den Optionsbrief machen. Jetzt lese ich nochmal schnell quer und dann geht's raus an die Kunden. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass man so ein Video hier einfach so hintereinander weg aufnimmt, weil es einfach so ausschaut, als hätte alles wunderbar geklappt, dann schaut euch mal das hier an, denn das, was ihr jetzt sehen werdet, das ist gar nicht so selten, sondern eher die Regel, denn die Ausnahme. Hallo und herzlich... Müssen wir mal schnell noch eine Uhr ranmachen. Machen wir nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf dem Option... Nochmal. Kaum ein Thema. Das wird gleich am Anfang schon blöd klingen. Sie werden sehen, Sie können das mit ganz normalen Dingen auch lernen. Und weil das jetzt ganz blöd klingt, fangen wir nochmal von vorn an. Sind wir mit Lampenschlag? Hallo und herzlich willkommen hier. Sollte es losgehen und wir starten nochmal. Müssen wir nochmal machen, das war jetzt totaler Scheiß. Ah, yippie. 2017, was wird es jetzt Neues für euch geben? Natürlich, gleich im Januar starten wir los und zwar mit unserem Webinar, mit unserer Mission Optionen für kleine Konten, Optionshandel für kleine Konten. Wir wollen zeigen, wie man aus einem kleinen Konto ein großes macht. Innerhalb von 3 Jahren von 5 auf 25.000. Am 17. Januar geht es mit diesem Webinar los. So, das ist aber nicht das Einzige. Wir bekommen immer wieder Nachfragen, mach doch mal was zu dem Thema, mach doch mal was zu dem Thema. Und deswegen wird es ab nächstes Jahr mehr Profi-Seminare geben. Kleine exklusive Gruppen, 5, 6 Mann, wo ein Thema über mehrere Tage ganz, ganz intensiv behandelt wird. Wir werden unser Coaching noch weiter ausbauen. Also so wie ihr mich jetzt hier sehen könnt, werdet ihr uns demnächst oder mich demnächst auch im Coaching sehen können. Und dann kann man noch viel besser erklären mit Flipchart, mit Bildschirm am Computer, mit der TWS und so weiter. Wir haben einiges für euch in petto, was Kooperationen angeht, mit Brokern, mit Softwareanbietern, aber auch mit anderen Kollegen, die auch im Bereich Optionshandel unterwegs sind. Und. Ich kann euch versprechen, 2017 wird ein super, super spannendes Jahr, ein profitables Jahr, ein ertragreiches Jahr. Warum weiß ich das? Ich weiß zwar nicht, wohin die Börse geht, ich weiß aber, dass unsere Strategien funktionieren und deswegen wird auch nächstes Jahr wieder gelten, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen und das schaffen wir, egal in welchem Börsenumfeld. Und deswegen freue ich mich, wenn auch ihr 2017 wieder mit dabei seid und dann werden wir gemeinsam diesen Spruch wahrmachen. Bleibt uns also treu, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Optionsstrategien TV. Bis zum nächsten Jahr. Servus, macht's gut. Bye, bye.